In unseren Interviews hier schauen wir ja gerne in die Zukunft. Wie könnten sich Märkte entwickeln? Manchmal schauen wir für Tage in die Zukunft, manchmal sogar fürs gesamte zweite Halbjahr 2023 zum Beispiel. Für die einen, ja, da sind die Analysen, als ob man in eine Glaskugel schaut. Mein heutiger Gast, der vergleicht die Finanzanalysen mit einem Wetterbericht. Und wie er das genau meint und was Anleger da trotzdem gut rausziehen können, das besprechen wir jetzt mit Jens Scharnowski. Er ist der Deutschlandchef von XTB. Herzlich willkommen hier im Berliner Studio. Hallo Manuel Koch. Was haben denn Finanzanalysen dann mit einem Wetterbericht vielleicht gemein und sind Sie auch dann ein Wetterfrosch? Ja, ich glaube, ich bin kein Wetterfrosch. Natürlich soll es ein bisschen mit einem Augenzwinkern sein, jetzt im Sommer, wo wir sprechen, ein bisschen ruhiger, auch mal das grundsätzlich anzuschauen. Und viele Einsteiger, die neu an der Börse dabei sind, fragen sich immer, kann ich denn auf Analysten überhaupt vertrauen? Wir bei XTB liefern auch über 20 Analysen jeden Tag. Es kommt einfach darauf an, die Analysen richtig einzuschätzen. Es gibt Analysen, die über Monate, über Jahre gehen. Manchmal als beliebtes Gesellschaftsspiel, wo wird der DAX zum Ende des Jahres sein und vieles weitere mehr. Und genau wie beim Wetterbericht, alles, was über eine Woche hinausgeht, ist eher schon die Glaskugel. Besser die Analysen kurzfristiger anschauen oder auch richtig einschätzen, was dann eine längerfristige Analyse denn sagt oder auch nicht. Geht es dann eigentlich mehr um Wahrscheinlichkeiten? Genau. Es geht an der Börse und auch beim Wetter immer um Wahrscheinlichkeiten. Selbst die beste Wettervorhersage hat niemals, auch heute nicht im Jahr 23, 100% Trefferquote, auch keine Analyse. Die Analyse soll Ihnen einfach nur interessante Märkte aufzeigen, die es sich lohnt, nochmal anzuschauen und dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wenn ich mal ganz frech sage, ist an der Börse vielleicht die Chance 50-50. Es kann nach oben gehen oder nach unten, also 50-50. Und wenn ich nur durch eine Analyse, eine Prognose vielleicht die Wahrscheinlichkeit auf 60 oder 70 oder 80% bringe, dann kann ich schon dadurch interessante Investments und Trades machen. Darum soll es gehen. Und das auch richtig einzuschätzen. Viele Anfänger sagen auch, 60, 70, 80% ist doch viel zu wenig. Wenn sie dann aber die restlichen Verlustrisiken begrenzen, Risikomanagement, wo wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber sprechen, dann können Sie auch mit 60-70% Trefferquoten sehr interessante Trades an den Märkten machen. Wenn wir nochmal das Bild vom Wetter bedienen, also da haben wir Satellitenbilder, die zeigen aktuelle Entwicklung, wir haben aber natürlich auch historische Aufzeichnungen. Wenn wir das auf die Börse beziehen, haben wir natürlich die DAX-Kurve zum Beispiel und auch viele Daten der letzten Jahre und Jahrzehnte. Also was können Anleger vielleicht da für sich rausziehen? Jeder Chart zeigt nur die Vergangenheit, wie du es richtig gesagt hast. Was lief vor einer Woche, einem Monat, einem Jahr? Wo sind wir? Sind wir am Jahreshoch? Sind wir am Jahrestief? Das sind wichtige Informationen, aber sie wollen ja an den Märkten die Zukunft handeln. Das heißt, ich sollte schon wissen, wo ich bin, die Verortung, das ist die Analyse und vielleicht der Chart von jetzt. Aber dann geht es darauf hin, zu schauen, wo könnte es in einer Woche, einem Monat, einem Jahr sein. Und da ist es genau wie beim Wetterbericht. Vertrauen Sie nicht auf zu langfristige Prognosen, weil es kann an den Märkten, an den Börsen in 5 Minuten alles schon ganz anders sein. Was Sie sich bei der Prognose, bei der Analyse zunutze machen sollten, ist ein Stimmungsbild. Was ist vielleicht das Unternehmen, was ich betrachte, eine Allianz, eine Lufthansa, eine Apple, momentan mit den Gewinnaussichten, wo sind Sie dabei? Wie ist das Marktumfeld? Wie ist das Zinsumfeld? Das kann alles sehr, sehr wertvoll sein, um das große Bild zu betrachten. Aber bitte nicht auf die 100% Trefferquote da schielen. Gibt es denn Analysemethoden, die vielleicht ja besser, genauer sind als andere? Und was können Anleger dann daraus wieder ziehen? Ich bin ein Fan von Kombinationen. Vielleicht haben Sie die Analyse von Analystenhaus A. Warum nicht auch die Analyse vom Analystenhaus B noch dazu nehmen? Vielleicht sind Sie ein großer Freund von Indikatoren für die Chartanalyse. Auch die kann man mit dazu nehmen. Und wenn Sie verschiedene Ansätze kombinieren und die Ansätze dann hoffentlich in die gleiche Richtung sprechen, dann ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit noch höher, als wenn ich nur einen Ansatz nehmen würde. Also gerne die Chartanalyse, gerne das Fundamentale und gerne dann auch die Prognose vom Haus A, B oder C. Und interpretiert nicht jeder dann die Daten und Charts vielleicht auch nach seiner Erfahrung anders? Ja, wobei ich würde nicht sagen anders, sondern lieber individuell. Denn jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen. Der eine hat vielleicht 1.000 Euro auf dem Konto zum Investieren, der andere 100.000 Euro. Der andere muss relativ liquide bleiben, muss vielleicht jeden Tag wieder an das Geld herankommen können. Der andere kann sagen, ich kann noch mal 2 oder 4 Jahre in diesem Wert investiert sein. Und natürlich auch Risikoappetit.
Wenn ich an den Märkten etwas suche, was mir vielleicht auch 5 oder 10% Gewinn auch nur in einem Monat bringt, dann kaufe ich mir das in Anführungszeichen auch immer mit dem gleich großen Risiko. Wahrscheinlich kann ich dann auch vielleicht 5 oder 10% verlieren. Und wenn ich höheres Risiko noch suche, vielleicht auch 20 oder 30%, was es durchaus gibt, dann ist halt auch da immer der Risikoappetit unterschiedlich. Die Chancen und Risiken gehen Hand in Hand. Deswegen sollte jeder diese Analysen und die Möglichkeiten und die Versprechungen, die vielleicht auch manchmal dabei sind, dann immer einordnen in die individuellen Anlageziele. Also wenn die Prognosen auch nie zu 100% ja Dinge vorhersagen können, die Zukunft vorhersagen können, was können dann Anleger aber trotzdem für sich dann am Ende draus ziehen? Dass, wenn die Analyse und die Prognose gut sind, vielleicht aus den 50-50, vielleicht eine 60-40 oder 70-30 zu machen. Und glauben Sie mir, wenn Sie auf 70-30% Trefferquote kommen und die restlichen 30% dann begrenzen, Stop-Loss ist das magische Wort, also die Risiken begrenzen, falls der Markt gegen mich läuft, dann kann ich auch mit 60 oder 70% Trefferquote sehr interessante Investments machen. Sagt Jens Scharnowski, der Deutschlandchef vom Broker XTB. Vielen Dank, dass du heute wieder da warst. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Schauen Sie mal bei xtb.com auf der Webseite vorbei. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.